Wunderschönen guten Tag, Easterhack. Ich bin der Johannes. Ich bin der Stefan, hi. Und wir sind Teil von Freifunk und wir betreiben Exit Notes. Es gab ja früher mal sowas wie eine Störerhaftung, wo man eben extra Rechner im Internet brauchte, um bestimmte Risiken von den Leuten, die eben die Knoten, die Freifunkknoten aufstellen, halt eben wegzunehmen. Und diese Risiken eben an zentralen Stellen zusammen. Und wir hatten dann eine Erfahrung, so als Exit-Betreiber, das kennen wir auch von vielen Leuten, die Tor-Exits betreiben. Und wir wollten ein paar Erkenntnisse eben halt weitergeben, was wir daraus gelernt haben. Und auch, was wir jetzt im Nachhinein anders gemacht haben, beziehungsweise was wir uns erfahren mit der Polizei waren. Und im Großen und Ganzen, kannst du ganz kurz durchlesen, also wir denken schon, dass das ist einfach nur eine Situation gewesen, wo einfach jeder halt immer das Beste gegeben hat. Und die aktuelle Situation bei der Polizei in Bayern ist natürlich auch, wir haben da einen Fachkräftemangel. Also wir haben da wirklich massiv, suchen die gerade Leute. Das ist einfach nur so ein Also Copy. Ist nicht gefaked, das ist echt. Ja. Also die Rückfrage kam. Terrorabwehr und wir sind Terroristen anscheinend. Oder was? auf jeden Fall. Bist du zu leise? Besser? Ich kann auch das Mikrofon noch aufessen. Okay, ich versuch deutlicher zu reden und lauter. Also, was machen wir? Wir sind Teil des lokalen Freifunknetzwerks, Freifunk Ansbach, und wir betreiben jeweils ein Gateway ins Internet. Es gibt auch noch weitere Gateways, die eben von anderen Leuten betrieben werden. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir haben eigentlich nicht so Lust auf VPNs, also irgendwelche Dienstleister, die uns die Störerhaftung und die ganzen Themen wegnehmen, beziehungsweise wir möchten eigentlich zumindest den Internetverkehr schnellstmöglich ins Internet bringen. Also dachten wir uns, okay, wir mieten uns in Deutschland Server, die den Traffic eben direkt ausleiten. Das kann man sich so vorstellen, der lokale Router macht den VPN auf und dieser VPN geht dann zu unseren Servern und dort werden 2280, 443 und mehrere Standardports eben direkt ausgeleitet. Wir haben uns einfach damals gedacht, das sind Ports, da können wir das Risiko eben relativ gut handeln. Da kann eh nicht so viel passieren. es gab viele Leute, die gesagt haben, ihr seid verrückt, das macht man nicht, das ist total bescheuert. Vor allem seid ihr auch kein Verein. Wir haben gesagt, nee, Verein finden wir blöd, weil ja, wir sind halt drei Privatpersonen und Dezentralität fördern und wenn einer weg ist, sind die anderen noch da und beim Verein kann man alle eben gemeinsam wegschließen. Ja, ich weiß, links unten hat das Gegenteil bewiesen, man wird auch manchmal zum Verein gemacht. Aber so auf jeden Fall die Grundidee. Und das Ganze ist dann letztendlich so eine Geschichte in drei Akten eben ausgelaufen und der erste Akt eben, dass jemand eine Bombendrohung im Kontaktformular der Polizei Ansbach erfasst hat. Kontaktformular gibt's noch. Er hat dazu eben unser Freifunk benutzt und hat damit eben jemand mit einer Bombe gedroht. Und infolgedessen ist natürlich die Polizei, also es war an einem Freitagabend, Samstagabend, und die Polizei ist natürlich dann in Stimmung gekommen bei solchen Themen. Absolut verständlich, also ich würde auch erwarten, eben so eine Bombendrohung muss ernst genommen werden. Und die Bombendrohung war gegen ein lokales Fest. Also wirklich auch im Landkreis Ansbach ein lokales Fest gewesen und dagegen wo war eben diese Bombendrohung. Und die haben dann eben beim Hoster nachgefragt, hallo Hoster, wem gehört denn diese IP? Und der hat dann eben erklärt, ja, das ist eine IP, die gehört zu einem Rechen, also zum Server in Frankfurt. Und die wird von der und der Person bezahlt. Und was macht man dann? Oh, hab halt mal Besuch bekommen. Irgendwie abends um 21 Uhr. Also übrigens so die Latenz von abgeben, also absenden in dem Kontaktformular, bis die dann vor der Haustür stehen, das sind so ungefähr 3 Stunden. Also 2 Stunden braucht das Fax, wie es vom Kontaktformular bei der Polizeidienststelle eingeht, und dann brauchen die nochmal 1 Stunde, bis sie dann irgendwie wissen, wer das war und dann vorbeifahren. Ja, gib mir mal noch den Drücker. genau, also es war irgendwie Samstagabend um ja, kurz nach 21 Uhr, hat es halt dann irgendwie erstmal geklingelt. Ich dachte mir so, naja, irgendwie, wer kommt denn Samstagabend noch vorbei?
ignorieren wir mal. Irgendwie hat es nach einer Minute immer noch geklingelt. Habe ich halt doch mal geguckt und habe dann halt irgendwie vier Polizisten vor der Wohnungstür entdeckt. Ja, und dann kam die erstmal, wo ich die erstmal gesehen habe, dachte ich mir, na okay, die wollen wieder irgendwie was vom Nachbarn, da gab es irgendwie öfter Stress. Nee, das mal nicht. Das mal wollten sie was von mir. Haben dann irgendwie gesagt, ja, hier, ich hätte irgendwie eine Bombendrohung erfasst und hier Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, das ist das irgendwie, wie das dann in Gesetzesdeutsch heißt. Man, erstmal, wie wahrscheinlich jeder in der Situation, habe ich halt gesagt, das war ich nicht. Und meint die natürlich irgendwie, ja, nee, sehen sie anders. Und ja, sie hätten hier eine IP-Nummer anhand von der, also IP-Nummer war, man, die haben nie von IP-Adressen gesprochen, die reden irgendwie immer von IP-Nummern. Aber ja, von meiner IP-Nummer hätten sie irgendwie rausgefunden, dass ich das halt gewesen wäre. Dann meinte ich noch, ja, was denn das dann für eine IP-Adresse denn irgendwie gewesen wäre, weil ich hätte ja da noch so einen Exit von Freifunk und ich habe schon relativ früh drauf getippt, aber ja, sagen sie mir halt mal die IP-Adresse und vielleicht können wir das relativ schnell klären. Ja, dann meinten sie, naja, ganz so schnell nicht. Also, meine, sie haben schon, also sie hätten die IP-Adresse schon, aber die könnten sie mir irgendwie nur auf der Wache sagen, nicht an der Wohnungstür. Naja, im Endeffekt war eigentlich das Ziel, da haben sie immer davon geredet, sie wollen halt irgendwie den Server haben. Dann meinte ich, der Server wohnt hier aber nicht. Aber so, ja, sie haben doch die Hardware da, mit der sie auf den Server kämen. So, ja, natürlich. Ja, dann nehmen wir die. also im Endeffekt war dann irgendwie deren Ziel, so alle Laptops, Computer und Handys irgendwie, inklusive der von meiner Freundin, dann aus der Wohnung raustragen. Naja, kann man dann auch erstmal nichts machen, weil irgendwie so unmittelbare Gefahrenbeseitigung, da sind die erstmal am längeren Drücker. Naja, die haben dann irgendwie mal in der Wohnung so ein bisschen rumgeschaut. Ich fand eigentlich ganz interessant, was sie alles mitnehmen und was sie nicht wollen. Also Handys, PC, Laptop, Tastatur und Maus, ganz wichtig. Bildschirm, Router, Kabelmodem, USB-Sticks, die direkt neben dem Laptop liegen, YubiKeys, zwei Drucker, Scanner, das bleibt irgendwie alles stehen. Ein Kumpel von mir hatte das dann irgendwie noch kommentiert mit, naja, wenn man irgendwie mal einen Zahn verstecken will, vielleicht irgendwie einen Drucker einbauen oder so. In Zukunft, würde auch der Kühlschrank mitgenommen und der Tesla. Kontaktformulare. Ja, war natürlich jetzt hier vielleicht auch irgendwie dem Umstand geschuldet, dass das irgendwie Samstagabend irgendwie eher Straßenverkehrspolizisten und nicht jetzt irgendwie ad hoc irgendwelche Forensiker oder keine Ahnung, wer waren, die sich ein bisschen besser ausgekannt haben. Ja, aber irgendwie so eine ganz lustige Sammlung. Naja, ich bin dann erstmal mit auf die Wache, weil mich hat ja doch interessiert, welche IP-Nummer das wäre. Stand dann irgendwie erstmal 10 Minuten irgendwie im Flur rum. Was ganz witzig ist, weil die lassen einen dann natürlich auch nicht unbeobachtet und steht irgendwie immer noch irgendwie in dem Fall dann eine Polizistin daneben und passt irgendwie auf, dass man irgendwie jetzt nicht weggeht. Ja, und dann kam sie halt irgendwie mit der IP-Adresse an und dann meinte ich so, ja, also das ist die IP-Adresse von dem Exit-Gateway und es können halt potenziell irgendwie 1000 Leute gewesen sein. Sie können jetzt auch so im Bahnhof rausgehen und können das selber machen, dann, wenn sie sehen, dass es wieder mein Server ist. Naja, ich muss sagen, ab dem Moment, wo ich dann wusste, dass es die IP-Adresse war, habe ich mich eigentlich schon erstmal wieder so relativ, in Anführungszeichen, sicher irgendwie auch gefühlt, weil, naja, ist zwar dann irgendwie noch Ärger, den man irgendwie an der Backe hat, aber irgendwie hatte ich ab dem Moment eigentlich das Gefühl, dass man das irgendwie halt einfach nur klären muss und hatte denen dann irgendwie halt dann da abends erstmal noch erklärt, ja, was ist denn dieses Freifunk und wie funktioniert das? Und die haben dann schon auch auf jeden Fall immer interessiert nachgefragt, so ein, ja, und sie bekommen da jetzt wirklich kein Geld. So, nee, ich weiß auch nicht, wer das nutzt. Sie können da raus und können es einfach. Aber ihnen entstehen doch Kosten. So, ja, schon. Und sie haben Ärger damit. Ja, auch. Und so, ja, warum machen sie das dann? So, ja, eigentlich fände ich es cool, wenn es der Staat machen würde. Macht er aber halt nicht, also muss es ja irgendjemand machen. Und es kam dann irgendwie noch so ein lustiger Spruch, irgendwie so, ja, das ist also so ein linken Ding, so. Ja, nee, eigentlich auch nicht. So, es ist halt Engagement und machen wir halt. Naja. Also, Ansbach gehört zu Bayern, nur kurz. Ich glaube, das war eh klar.
Ja, eigentlich war die Stimmung dann auch relativ cool. Ich habe dann mal irgendwie so gefragt, ja, irgendwie ein Film, schaut das immer so aus, dass so Hausbesuche irgendwie dann immer mit so einem SEK oder so abgehen und irgendwie ein Maschinengewehr dabei haben oder so. Die meinten dann noch so, man, die Antwort fand ich dann auch so ein bisschen beunruhigend. Ja, wir haben mal irgendwie so rumgefragt und irgendwie Verfassungsschutz und so, die kannten sie alle nicht. Wir haben eh nicht so wirklich damit gerechnet, dass sie das waren. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir mit der Antwort jetzt viel besser ging, aber umgekehrt muss ich sagen, irgendwie, also wenn man da wirklich so an der Wohnungstür steht und die sagen einem das erstmal, dann fängt man schon irgendwie so das Zittern an. Also ich kann, wenn ich jetzt noch in einen MG-Lauf oder so geguckt hätte, wäre ich, glaube ich, nur noch ein bisschen unsicherer gewesen. Ja, an sich war dann irgendwie die ganze Situation irgendwie bei der Polizei irgendwie relativ spaßig. Ich meine, das war halt dann am Schluss dann auch so ein bisschen nochmal so ein Vernehmungsprotokoll und irgendwie fiel dem Polizisten schon irgendwie so das Tippen auch ein bisschen schwer und irgendwann hatte ich dann die Tastatur und habe selber geschrieben. Und irgendwann kam dann irgendwie noch eine andere Polizei, die irgendwie so ein Beschlagnahmeprotokoll dann irgendwie schreiben musste, irgendwie rein. Ich hatte denen vorher schon gesagt, na okay, das Laptop könnt ihr mir bitte da lassen, das ist das Arbeitslaptop, ich habe das auch nicht verwendet. So, nee, nehmen wir trotzdem mit. Irgendwann kam sie auf jeden Fall irgendwie mit zwei so auffällig beklebten Thinkpads rein, irgendwie eins in jeder Hand und meint so, ja, welches davon ist denn jetzt das Arbeitslaptop? Auch eine relativ lustige Situation war dann kam irgendwie, also wo die mit dem Protokoll dann fertig war, kam ihr Chef nochmal rein. So, ja, eigentlich ist es egal, was sie jetzt sagen, aber wir müssen sie nochmal fürs Protokoll fragen, ob sie mit der Sicherstellung einverstanden waren oder sind. Und ich so, nee. und dann meinte er so, ja, okay, dann sind die Sachen halt jetzt beschlagnahmt. Dann ist er wieder gegangen. Ja, an sich war irgendwie so, dass bei der Polizei dann irgendwie, man, nachdem ich dann irgendwie erstmal kein Handy mehr hatte, irgendwie, ich hatte dann irgendwie so alle 5 Minuten immer so den Reiz, irgendwie nochmal so Hosentasche abtasten, so irgendwie fehlt da was. So 5 Minuten später, irgendwas fehlt da. Also irgendwie so vom Gefühl ist das erstmal schon ziemlich komisch, von aller Hardware da irgendwie befreit zu werden. Was dann auch relativ spaßig war, kam dann noch auch irgendwie eine von den Standardfragen bei dem Protokoll. Ja, wie können wir Sie denn jetzt erreichen? Sagen Sie uns Ihre Telefonnummer. Dann meinte ich so, ja, die Telefonnummer weiß ich nicht auswendig, müsste ich auf dem Handy schauen. So, ja, nee, das geht nicht. Aber ich könnte auch auf der Rechnung oder so schauen. So, ja, schon, aber Sie brauchen da eh nicht anrufen, weil es klingelt eh bei euch. Und er, wie, Sie haben kein Festnetz. Geben Sie mir die Festnetznummer. So. Festnetz? Hallo? Warum soll ich 2017 noch ein Festnetz haben? Das war denen irgendwie auch neu. Na, auf jeden Fall, also die Veranstaltung da irgendwie bei der, auf der Polizeiwache hat dann irgendwie auch so 1,5 Stunden oder so gedauert. Danach bin ich dann irgendwie erstmal wieder nach Hause und irgendwie, ja, ich sag mal so, meine Freundin war dann schon so ein bisschen nervös und verstört. Ja, kann ich mir auch vorstellen, man, wenn da irgendwie mal plötzlich Polizei abends vorbeikommt und irgendwie einen Freund mitnimmt. Was ziemlich gut war, dass sie irgendwie im Schlafzimmer lag, irgendwie noch so ein Kindle-Tablet. Also von daher war noch, das war der minimale Rest an Hardware, den ich irgendwie noch hatte. Von daher konnte ich noch twittern. Hab dann irgendwie erstmal meinen Admin von der Firma angeschrieben und meinte so, übrigens, mein Firmenlaptop ist mir abhanden gekommen, mach doch mal wieder das VPN zu. Der ist lustigerweise auch Freifunker und ist dann irgendwie selber erstmal ein bisschen erschrocken und meinte dann noch so, ja, schade, dass du nicht in München bist, sonst würde ich dir irgendwie jetzt Trost-Hardware vorbeibringen. Ja, danach hatte ich dann irgendwie Jom auch mal noch angeschrieben. Ich bin dann eben irgendwie aus Würzburg gerade heimgekommen. Ich war da zufällig auch in einer Veranstaltung in Würzburg und war ziemlich müde, das weiß ich noch. Und dann kam eben so ein Tweet rein und ich habe dann meiner Freundin gesagt, ja, Stefan ist wegen Freifunk, hatte Besuch von der Polizei und die haben ihm die Hardware weggenommen. War mega gut für die Stimmung daheim. Im Großen und Ganzen allerdings war uns dann relativ schnell klar, was wir machen müssen. Also Stefan braucht auf jeden Fall wieder Hardware. ich hatte dann auch was daheim. Aber man muss dazu sagen, bis dahin war es dann irgendwie, bis er dann irgendwie von Würzburg zu Hause war, war es dann irgendwie so 12:30 oder so. Ja. Man, er meinte dann noch so, ja, ruf mich halt mal an. Dann meinte ich so, ja, das ist blöd. Ich habe dann auch schnell meine Eltern kontaktiert, weil die zufällig in der Nähe von mir wohnen und habe gefragt, was steht bei mir irgendwie vom Haus? Nur mal kurz nachfragen. Aber nee, ich bin dann ganz normal heim. Währenddessen, natürlich, der Server läuft. Perfekt, alles super.
Ich habe mich dann erinnert, und zwar, wie wir mit dem Ganzen angefangen haben, also absichtlich auf die Server zu verzichten, habe ich irgendwann mal den Herrn von der Kripo in Ansbach eine Mail geschrieben, hallo, wir machen hier jetzt Exit, bevor ihr uns die Türen eintretet, bitte, bitte, ruft mal kurz an. Das hat sich im Nachhinein als ziemlich gut herausgestellt, weil, also diejenige, die konnte sich auch noch an uns erinnern. Und ich habe dann eben am Montag, also montags 9:30 in Deutschland, was tut man so? Man ruft bei der Polizei an. Und ich habe dann letztendlich halt dort angerufen und die kamen dann gleich so, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. was macht ihr heute so zum Mittagessen? Ich habe dann nicht mitgerechnet, dass wir uns zum Essen einladen, aber ich dachte mir schon, vielleicht kriegen wir die Hardware zurück. Und das war dann extrem interessant. Wir waren dann um 11 Uhr, also nee, Sekunde, also wir waren dann später auch noch dort, allerdings zuvor kam dann beim Stefan noch. Ja, ich kam, also eigentlich haben sie zu Jom erstmal gesagt, ja, rufen sie den halt mal an und sagen sie dem Bescheid, dass sie halt mitkommen. Stimmt, ja, dann Stefan anrufen war natürlich nicht. Habe ich ihm gesagt, kann ich nicht anrufen, tut mir leid. Ja, im Endeffekt kam dann irgendwie bei mir Montag früh um 11 dann nochmal so der Kripo-Beamte als Bote vorbei und meinte nur, kommen Sie um 13 Uhr vorbei. Ja. Und wir waren dann on Tour. Das heißt, wir sind dann wirklich zur Kripo eben, zur Kriminalpolizei hin. Und das war wirklich interessant und zwar, die waren extrem interessiert, was wir da so tun. Also wir haben denen so dann erklärt, halt, was ist Freifunk überhaupt, was sind VPNs, was sind DHCP, was bedeutet das überhaupt? Und die haben sich da wirklich auch Notizen gemacht, das war nicht eine Vernehmung oder so, sondern die haben auch wirklich versucht zu verstehen. Und das war extrem, also für mich war das ein total positiver Eindruck mal. Also wirklich zu sehen, dass das sind auch wirklich Leute bei der Polizei, die sich richtig auch damit beschäftigen möchten, die es auch wirklich verstehen möchten und die eben auch total fasziniert dann eben waren, warum wir das überhaupt machen. Also auch eben die gleichen Fragen nochmal, die Stefan eben auch bekommen hat, nur eben von anderer Seite. Und zufällig kam dann eben auch gleich nochmal erst das eigentlich so ein linken Ding. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, sind wir wirklich in Bayern? Ja, es war dann irgendwie auch, also wir waren da, ich würde sagen, also 1,5 Stunden waren es bestimmt, wenn es nicht 2 Stunden war, glaube ich. Ja. Und irgendwie dann noch jede Menge irgendwie über Vorratsdatenspeicherung irgendwie rumdiskutiert und er meinte so, ja, das wäre doch alles voll toll und eigentlich, warum wir nicht speichern und so, nee, so toll ist das eigentlich nicht. Und also es ging da wirklich in tiefe Grundlagen rein? Also da war es, die hatten dann auch irgendwie extra noch einen, sagen wir mal so fachlich versierteren irgendwie dann auch herbestellt. Ja, also von daher, da war das dann irgendwie schon relativ gut. Wir haben uns da auch gut betreut gefühlt zu der Zeit, muss man sagen. Also das war wirklich halt eine absolut für mich, nach dem Abend davor oder den 2 Abenden davor, Freitagabend, dachte ich mir, oh Gott, das ist schlimm und das kam dann wirklich auch echt, das war gut. Ja, und dann, wir haben natürlich die sozialen Medien nicht bespielt, aber wir wollten trotzdem ein Selfie haben für uns. So eine Welcome Home Party. Und man muss da noch dazu sagen, irgendwie an dem 2 Tage vorher, warum es da hat es irgendwie so geregnet und die haben die kamen also wirklich so bei strömenden Regen und wollten dann irgendwie so die Hardware einfach so raustragen. Von daher habe ich denen dann noch lauter so blaue Müllsäcke irgendwie so mitgegeben, bitte, nicht einfach so durch den Regen tragen. und das, was man da irgendwie links dann noch sieht, was ich da in der Hand habe, das sind dann irgendwie lauter so Beschlagnahmebeutel. Also man kriegt da lauter, also die Hardware wird dann auch individuell irgendwie verpackt. Da stehen dann auch lauter so Aufkleber drauf. Wo das dann irgendwie aufgefunden wurde, irgendwie so, ja, eine Tastatur von Logitech, ein K235, auf dem Schreibtisch der Lebensgefährtin des Beschuldigten vorgefunden. Wir wünschen niemand von euch solche Zettel. Und wir waren natürlich dann auch mit den absoluten Spezialisten gleich. Also es ging da ein bisschen weiter noch und wir können auch nicht jetzt zum Ermittlungsthema was sagen, weil es natürlich auch eine miese Schweinerei ist, über so ein öffentliches Netz eben Bombendrohungen zu versenden. Und es ist aus meiner Sicht absolut durch nichts zu entschuldigen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, am Schluss war es dann doch so, dass eben das Verfahren eingestellt wurde und zwar von den Spezialisten von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern. Genau, also das ist ein Ermittlungsverfahren, was halt nicht lokal irgendwie einfach von der Staatsanwaltschaft in Ansbach gemacht wird, sondern das läuft irgendwie Bayern zentral. Bingo.
Wir hatten dann aber wirklich auch den großen Vorteil, das ist jetzt hier nicht abgebildet, wir haben jetzt auch schriftlich von eben dieser Behörde, damit wir ein Provider sind, auch eben als Privatperson, auch eben ohne, dass wir einen Verein haben, auch ohne, dass wir eben uns irgendwie bei der BA-Netz oder so registriert haben. Das haben wir jetzt auch schriftlich von denen und also die nächste Abmahnung kann kommen von irgendwelchen Rechteanbietern. Da müssen sie sich mit denen rumschlagen. Ja, das war dann eigentlich einfach mal, weil zu dem Zeitpunkt war irgendwie, meine Laptops waren irgendwie alle verschlüsselt, irgendwie das Android-Handy nicht. Man, irgendwie so gut ist jetzt die Android-Verschlüsselung da auch nicht, dass man die irgendwie jetzt nicht im Zweifel geknackt bekäme, aber ja, das war dann irgendwie so ein Tag der deutschen Einheit. Also grundsätzlich, das ganze Event war jetzt vor einem halben Jahr und einem Tag, also am 30.09. ging das Ganze los und ja. Learnings. Ups. Also jetzt kommen wir zu den Learnings, was man auf jeden Fall machen sollte. Also nicht unbedingt letztendlich, wenn man irgendwie so Sachen wie Exit betreiben möchte, sondern auch allgemein, das macht immer Sinn, weil natürlich auch durch irgendeinen Einbruch in die eigenen Systeme, was ja durchaus mal passieren könnte, kann sowas eben auch passieren. Und wir haben manche Sachen davon vorab nicht getan und im Nachgang aber nachgeholt. Und zwischendurch bereut, dass wir es nicht vorher gemacht haben, aber ja. Genau, darum reden wir halt mal drüber. Fühlt euch vielleicht da auch irgendwie einfach angesprochen oder denkt drüber nach. Man, auch wenn ihr, wenn das jetzt nicht unbedingt bei euch ein, ja okay, ich habe auch einen Freifunk-Exit zufällig. Im Zweifel ist es aber halt auch einfach ein, ja okay, ihr habt irgendwie gerade Hardware unterwegs dabei und in der U-Bahn sagt mal einer, einen schönen Laptop und schönes Handy hast du da. Es fühlt sich dann irgendwie immer erstmal komisch an. Also Anwältin, Name, Adresse, Nummer ist glaube ich jetzt eher wichtiger, wenn man irgendwelche Dienste betreibt. Aber das wäre schon, also habe ich so ein bisschen bereut, dass ich das halt nicht irgendwie so mal an der Eingangstür oder so ein, ja okay, ich nehme da mal eine Telefonnummer mit oder so. Vielleicht ganz kurz, wir sind keine Anwälte, wir sind Nerds und wir haben damit nichts am Hut, wir können da auch nicht beraten oder so, da gibt es auch Experten, die das besser können, aber in unserem Fall, wir hätten halt nirgends irgendwie nachfragen können im ersten Moment, weil alle Nummern weg waren. Genau. Ansonsten, also ich habe irgendwie halt selber irgendwie meinen GPG-Key auf einem YubiKey, verwendet sowas auch zum Beispiel für einen SSH-Login oder so, dass ihr, also das Ding ist, wenn ihr irgendwie so ein, irgendwie euren GPG-Key nur irgendwie auf dem Rechner habt und alle Rechner sind plötzlich weg, ist halt doof. Von daher überlegt euch, wie ihr beispielsweise solche Sachen wie ein GPG oder SSH-Key halt noch haben könnt, wenn euch jemand die Hardware wegträgt. Wenn das irgendwie so am Schlüsselbund oder ich habe dann noch irgendwie so ein paar Smartcards, wo der mittlerweile irgendwie auch drauf liegt, wo man auch sagen kann, na okay, da ist noch ein PIN-Code drauf und ich habe nur einen Versuch, aber im Zweifel habt ihr halt irgendwie noch den Schlüssel, mit dem ihr euch dann irgendwie auf eure eigenen Rechner wieder einloggen könnt, oder halt irgendwie Kram, Backup oder was auch immer entschlüsseln. Ja. Das sei vielleicht noch erwähnt, ich bin nicht unbedingt ein Fan von den YubiKey Nanos, weil die irgendwie so klein sind, dass es dazu einlädt, dass man die am Laptop lässt. Dann wenn die natürlich weg. Einen Laptop wegtragen, dann ist halt auch der YubiKey weg. Wäre schade drum. Auch so ein Thema natürlich, die Handynummern sind weg. Einfach mal jemand Bescheid sagen, ich bräuchte jetzt ein Auto oder könntest du mich mal abholen? Dann sind die auch weg. Ich wusste zum Beispiel auch nicht irgendwie die Nummer vom Stefan auswendig. Also vielleicht mal so, ich weiß, toter Baum und so weiter, Naturschutz ganz groß, aber trotzdem druckt euch solche Sachen einfach mal aus, deportiert sie irgendwo und das Papier ist da manchmal gar nicht so doof. Auch die Eltern, Freundinnen und so weiter, es kann sich auch mal eine längere Zeit ziehen, dass so ein Rechner weg ist. Wir hatten unwahrscheinliches Glück. Und dann in der Zeit sind eben auch die ganzen Unterlagen dann teilweise eben weg. Kein Zugriff auf Server, weil die eben die Keys fehlen. Auch bei OTR, das kann vom nicht funktionierenden Online-Banking gehen bis zu nicht funktionierenden Server-Management-Tools. Und also mit Telefonnummern, also die Festnetznummer witzigerweise von meinen Eltern, die wüsste ich sogar noch auswendig. Da habe ich auch mal angerufen und habe denen mal Bescheid gesagt. Also wenn die fragen, weil ich die noch irgendwie angegeben habe mit, ja, ich war den ganzen Tag bei denen oder zu dem fraglichen Zeitpunkt und hier Alibi und so,
Ja, kann man ja vorher mal Bescheid sagen, bevor die Polizei mal sagt, ja, übrigens, wir werfen Ihrem Sohn da irgendwie vor, dass hier Bombendrohungen können, oder wart ihr bei Ihnen? Kann man ja vorher mal drüber reden. Also von daher so ein paar Leute. Ich hätte ja auch von Jom die Handynummer nicht gewusst. Das war dann eh, ich bin dann irgendwie abends halt noch irgendwie, er wollte zwar immer, dass ich irgendwie anrufe und hier geh doch zu einer Telefonzelle, aber Wo ist irgendwie. denn Telefonzellen? Was ist Ne, es ist lustigerweise in Ansbach sogar eine vor der Polizeistation, allerdings vor der. Allerdings jetzt halt von der aus dann ihn anzurufen und sagen, was da irgendwie passiert ist. Also wenn euch sowas passiert, ihr habt schlagartig so ein bisschen ein höheres Sicherheitsbedürfnis. So der Paranoia-Level steigt da schon so ein bisschen. Auch wohl, irgendwie Jom wohnt irgendwie 20 Kilometer von mir weg, so ständig fahre ich jetzt die Route auch nicht, war dann irgendwie abends und dunkel, Regen. So Handy-Navi ist halt dann auch nicht. Aber da fehlt einem plötzlich schon ganz schön viel. Ja. Also SMS-Tanz funktionieren auch nicht mehr, war dann auch irgendwie so eine Erkenntnis. So erstmal Überweisung ausgefüllt, so okay, senden, so. Oh, wait. Ja. Ansonsten ganz wichtig, Backup. Und Backup zählt nur aktuell, verschlüsselt und extern. Und wir meinen mit Backup auch durchaus Backup-Hardware. Also, die Oma wollte schon immer mal einen Rechner, der auch ihr gehört und den nur sie benutzt. Und der auch bei ihr im Schrank liegt, in ihrer Wohnung. Und wenn da noch ein zweiter Nutzer drauf ist, ist das schön für die Oma, aber auch für dich im Zweifelsfall. Dann ganz klassisch der Passwortmanager. Da denkt man nicht so oft dran. Aber der ist auch extrem wichtig. Holt euch da irgendwie ins Backup oder wenn euer Backup den Passwortmanager braucht zum Entschlüsseln, zieht euch den auf irgendwie ein Gerät, was vielleicht im Wald vergraben ist oder so. Nee, so weit würde ich da jetzt gar nicht mal unbedingt gehen wollen. Das Thema ist nur, macht da nicht irgendwie so einen Deadlock aller. Im Passwortmanager steht irgendwie das Passwort, mit dem ich in die Cloud komme, wo der Passwortmanager-File liegt. Und das wäre halt doof. Also, ich mache das ganz einfach irgendwie mit Parse, was so ein GPG-Client einfach nur ist und hab dann irgendwie halt neben den einfach nur den Key, also das Passwort ist halt letztlich verschlüsselt mit dem Zeug vom YubiKey und an die Files komme ich noch halbwegs trivial ran, auch so und aber lasst euch da was einfallen. Ich glaube, dass ihr Passwortmanager verwendet, da gehe ich jetzt einfach mal bei jedem davon aus. Aber wäre halt auch wichtig, dass ihr an das File kommt, wenn ihr halt erstmal nichts mehr habt. Oder relativ wenig mehr habt. Ansonsten ganz wichtig oder mit der wichtigste Punkt, haltet da auch irgendwie zusammen. Also mir hat es massiv gut getan, auch nach der ganzen Situation irgendwie mit Jom irgendwie auch am gleichen Abend noch irgendwie zu reden. Auch wenn das, glaube ich, seine Freunde so ein bisschen uncool fand, dass ich dann irgendwie um eins vorbeigekommen bin und wir irgendwie bis um 3 oder halb 4 irgendwie noch gequatscht Es war aber auch das erste Mal, also beim nächsten Mal wird es haben. besser. Ja, in dem Moment wird dann auch irgendwie relativ viel Sarkasmus und so weiter irgendwie frei, weil man muss es ja irgendwie verarbeitet bekommen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr da irgendjemanden habt, mit dem man da halt auch irgendwie quatschen kann. Jo. Zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, also wir hatten am Freitag echt den Eindruck, das Internet ist für uns alle Neuland. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern wird auch noch gelebt. Und wir haben aber auch danach gemerkt, dass wirklich bei den Kriminalpolizei beziehungsweise auch bei den Beamten extrem momentan sehr viel, also die möchten extrem viel Input verarbeiten. Wir merken das schon. Also das ist wirklich so gewesen, dass die sich da massiv mit beschäftigt haben und das war auch im Nachgang eine absolute positive Erfahrung, um eben zu sehen halt, dass es da nicht nur Leute gibt, die eben einfach ihren Job machen, sondern die möchten das auch verstehen. Und dementsprechend hat mich das da schon positiv gestimmt. Wir hatten extrem Glück, dass die Hardware nach 2 Tagen wieder da war. 2,5. Und das können natürlich auch mehrere Wochen beziehungsweise Monate oder Jahre auch weg sein. Also das ist halt immer, da müssen wir dran denken, dass es halt in manchen Fällen geht schnell, in manchen ja nicht so schnell. Und wir haben festgestellt, dass wir zwar Privatmenschen sind, aber die Konstellation, die jetzt bei uns aufgetreten ist, könnt ihr genauso eben den Admin C oder eben den Vorstand oder so treffen, weil am Schluss,
die schauen einfach nur, wo ist eben die Adresse in der Nähe und fahren dahin. Und im ersten Moment ist bei der konkreten Gefahrenabwehr ist es komplett egal, ob es ein Verein ist oder ein Provider oder wer auch immer. Man schaut einfach nur, wer ist eben der Nächste, der eben dran ist und geht dann erstmal dahin. Das ist ein bisschen eine schwere Herangehensweise aus meiner Sicht. Ich glaube, das wird sich auch noch ändern in der Zukunft. Das betrifft natürlich immer, welche Person eben da gerade beauftragt wurde, eben das Thema eben anzugehen. Was wir dann noch ein bisschen so an Sprüchen und Zitaten mitbekommen haben. Ja, das war erstmal, wo die irgendwie bei mir so das erste Mal da waren. Also die haben dann irgendwie immer so ein bisschen so ein Drohszenarien da irgendwie aufgebaut. So, ja, jeder macht doch mal einen dummen Scherz und sagen Sie es doch lieber gleich. Und denken Sie mal drüber nach, wie viel das jetzt kostet. Man, wir sind jetzt schon zu viert hier. Also es wird vielleicht nicht billig, wenn das dann rauskommt, dass Sie das waren. Und das war schon so ein bisschen anstrengend. Ja. Natürlich kam auch so auf meine Nachfrage, wie das was passieren konnte, kam natürlich auch so, ja, die Kollegen sind eher so auf schnelle Autos spezialisiert. Das meine ich nicht negativ in dem Fall, aber es ist wirklich so. Wir haben da anscheinend wirklich noch einen Mangel an Knowledge, der halt einfach in Bayern halt einfach rumliegt, beziehungsweise halt noch aufgeholt werden muss. Und ich glaube, wir sollten da auch als Chaosumfeld den Leuten halt wirklich auch dann helfen, das einfach zu verstehen in der richtigen Richtung. Und dann halt eben auch beraten zur Seite stehen, also da auch wirklich an die Strafverfolgungsbehörden, die da echt wichtig sind, eben halt auch das, was wir auch als richtig sehen, eben dann auch halt eben den darstellen und nicht einfach nur sagen, ihr seid so bescheuert und seid so dumm und ihr versteht das eh nicht. Also ich glaube schon, wir haben da auch in alle Richtungen einen Bildungsauftrag. Und natürlich auch der Klassiker, rufen Sie den Beschuldigten einfach mal an. Stefan, ja, super, ohne Handy, das ist unvorstellbar. In dem Hintergrund auch, wir kriegen dieses Jahr in Bayern ein neues Polizeigesetz. Wir laden jeden dazu ein, sich damit zu beschäftigen. Es wird nicht schöner. Also es wird eben deutlich mehr Macht geben für die Polizei und es war so schon unangenehm genug. Es war so in der aktuellen Situation schon unangenehm genug und wir brauchen niemanden, der mit Granaten ins Zimmer reinkommt, glaube ich. Und mit dieser schlechten Botschaft zum Ende bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Und wir hoffen, es gibt keine Zugabe. Viel Zugabe. Gibt es Fragen? Ja, da wie ist es sonst mit der Prüfung bei euch? Kommt da viel, kommt da wenig? Ja. Unsere verschiedenen Serverbetreiber sind sehr kooperativ. Die schließen alle Tickets, nachdem wir sie beantwortet haben. Und es kommt relativ wenig, weil wir uns den Stress mit Abuse by Torrent an einen VPN-Anbieter ausleiten. Also wir lassen eben den Torrent, das Torrent-Zeug geht bei uns Richtung VPN-Anbieter, da haben wir einfach keinen Bock drauf. Oder die Zeit fehlt uns einfach. Das Einzige, was irgendwie regelmäßig kommt, also konkret mein Server steht irgendwie bei MyLog und also ich habe schon so einen Standardtext, den ich den auch irgendwie mal wieder antworte und bang dann jedes Mal, ob es jetzt doch vielleicht mal offline geht, das Ding. Aber den haben sie jetzt auch schon irgendwie 10 Mal bekommen. Also kommt immer mal wieder vor, lustigerweise ist es immer das Sony PlayStation Network, wo mal wieder einer irgendwie Passwörter durchprobieren will und dann schreiben die mal wieder eine Abuse mit, ja, da hat mal wieder irgendwie einer durchgeskriptet oder so, aber das ist so eigentlich das Einzige. Alles kommt mal irgendwie so alle 1-2 Monate mal, aber mehr passiert da eigentlich nicht. Aber wir haben da jetzt auch wirklich nur so die 0815-Dinger da bekommen bis jetzt. Also wenn wir irgendwie ständig jede zweite Woche vom Staatsanwalt dann einen Brief bekommen würden an den Hoster, glaube ich, wären die nicht mehr so ganz entspannt. Auch bei Hetzner kann man absolut sagen, keinerlei Probleme. Keinerlei Probleme. Ja, wobei du da dazu sagen musst, dass man mit... Naja, wobei die stimmt, ersten 2 Jahre nicht. Ja, stimmt. Also Hetzner haben wir absolut überhaupt keine Probleme und die sind da extrem kooperativ. Ganz im Gegenteil, man kann die sogar anrufen. Das ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung daraus und nicht, weil die irgendwie aus Gunzenhausen kommen und was, weil man die Tage so erkennt. Was 30 Kilometer weit weg wäre, also im Zweifel könnte man sogar mal vorbeischauen. Du warst vorher? Anmerkung zu ja. Dem, ob man der Sicherstellung zustimmt oder nicht, macht anscheinend den Unterschied, wie viel Arbeit sie haben, wenn sie die Hardware behalten wollen. Ja. Also wenn man nicht zustimmt, müssen sie beschlagnahmen und dann müssen sie irgendwie anderes Prozedere drumherum machen. Ja. Dann geben sie es vielleicht auch leichter wieder her. Ja. Also insofern immer nein. Ja. Ups. Und?
Du hast vorhin gesagt, deine Rechner waren alle soweit verschlüsselt. Haben die denn da mal nett nach dem Passwort gefragt? Nach der Handy-PIN haben sie irgendwie, also ich glaube, ich würde eher sagen, also man, das war ja irgendwie so Straßenverkehrsgarde, dass man den Rechner verschlüsseln kann, haben die wahrscheinlich noch nicht gehört. Wobei das jetzt eine böse Unterstellung ist. Beim Handy haben sie mit einer PIN gerechnet und haben gefragt, ob sie sie haben können. Habe ich gesagt, nee. Beim Laptop, dass der irgendwie Lux hätte, wussten sie, oder dass es sowas gibt. Aber er benutzt i3. Also, ich weiß, Frage beantwortet. Ich freue mich auf den Blick, aber ich glaube. Ja, als die den oder die Rechner oder die Hardware mitgenommen haben, ich meine, gab es da eine ordentliche Shutdown-Procedure oder war das so ein, wir ziehen da jetzt mal Stecker und das ist jetzt unseres? Die hatten erstmal gesagt, sie wollen halt die Laptops, dann bin ich selber irgendwie hingegangen und habe halt die Laptops einfach, also ich habe die selber entkabelt erstmal und habe die denen dann in die Hand gedrückt und... Ja, also meine konkrete Frage war halt jetzt so ein von wegen, naja, herunterfahren und dann ist die Krypto zu oder Standby oder was? Die Profis haben das, uns wurde das auch kurz erklärt im Nachgang. Es gibt da Teams eben unter anderem aus Bamberg, die dann eben auch so redundante Stromnetzteile anbringen, die eben auch teilweise in die Netzteile der Rechner direkt reingehen und da eben den Strom nochmal auflegen. In dem Fall war es halt nicht so. Also ich konnte sogar noch, das war auch so ein bisschen das, warum ich irgendwie auch den Laptop selber irgendwie versucht habe erstmal abzubauen. Ich weiß von meinem eigenen privaten Laptop, letztlich waren natürlich beide Rechner an, weswegen mir auch erstmal die Festplattenkrypto nicht so viel geholfen hätte. Mein privates Laptop hat so ein, ich dachte immer, es wäre ein Bug, ab dem Zeitpunkt kenne ich es als Feature, dass der Akku nicht mehr so richtig fest ist, von daher habe ich das einmal so genommen und einmal mit Akku nach unten übergeben. der hielt dann noch so weit drin, aber das Laptop war ab da halt aus. Ja, also. Also wenn man es drauf anlegt, dann funktioniert es so nicht. Ja. Also wenn man da wirklich irgendwie meint, man kann die Polizei dann in die Nase rumführen, die haben da durchaus eben Teams, die das hinkriegen. Es kommt halt drauf an, wer kommt. In dem Fall waren Leute da, die nicht so viel Sachverstand in die Richtung zumindest hatten. Oder einfach den Bedarf nicht gesehen haben, was ich eher glaube. Angenommen, ich habe jetzt Lust bekommen, auch einen Freifunk. Ja, näher ran. Angenommen, ich habe jetzt Lust bekommen, auch einen Freifunk-Node zu betreiben, habe aber so ein bisschen Angst. Wie genau sind da jetzt eigentlich die rechtlichen Grundlagen? Also, man ist einfach nicht verantwortlich, oder? Wir sind keine Juristen, deswegen können wir da nur unsere eigene Sichtweise äußern, aber das mit dem Thema Störerhaftung scheint weitgehend geklärt zu sein als Privatperson. Und Thema Strafverfahren, da war es ja auch im Vorfeld schon so, dass nur derjenige schuld ist, der eben auch eben die Strafe getan hat und dem man es eben beweisen kann. Ah, das ist halt so der Punkt. Meine Störerhaftung ist ja an sich erstmal nur ein Privatrechtsding. Da ist es natürlich eine Strafrechtsgeschichte und sie müssen halt konkret nachweisen, dass du das warst. Und in dem Moment, wo ich sage, es können halt eher 1000 sein, weist mir halt erstmal nach, bist du da halt, würde ich jetzt als Laie mal sagen, erstmal relativ safe, du hast halt Ärger. Ich glaube, ich würde auch da anders drüber denken, wenn ich jetzt irgendwie so, also das Lustige war, ich habe dann mir irgendwann auch mal die Frage gestellt, also ich hatte so drei, vier Jahre vorher mal auch schon mal drüber nachgedacht, oder wo ich das mit dem Freifunk angefangen habe, immer so, ja, was passiert eigentlich mal, wenn da irgendwie mal so ein Strafrechtsschmarrn passiert? Habe dann auch mal irgendwie drüber nachgedacht, ob ich mit meiner Freundin drüber rede, dachte eher nicht, weil... aber für mich wäre das durchaus so ein Punkt, also wenn ich jetzt irgendwie so Familienvater oder so wäre, würde ich mir das, glaube ich, nochmal überlegen, ob ich in der Familie das antun will, weil so ein bisschen stressig war das halt schon. Umgekehrt muss man auch sagen, die Frage ist immer, wie du natürlich irgendwie dein Freifunk-Gateway auch betreiben möchtest. Du kannst auch einfach hergehen und sagen, na okay, das machen ja auch diverse Communities, dass sie einfach sagen, na okay, wir nehmen auch den ganzen Traffic und kippen den auch erstmal per VPN ins Ausland. Es ist eher so ein, dass wir von Anfang an gesagt haben, so, naja, okay, irgendwie so HTTP, HTTPS und so weiter. Wäre im Sinne von wenig Latenz und so halt schon eigentlich ganz nett, wenn wir es irgendwie direkt rausschieben. Kann vielleicht mal so ein bisschen Ärger geben. Ja, ich glaube, direkt hinter dir war noch eine Meldung. Oder? Ich hatte mich gefragt, ob das
Zählt das dann schon als Durchsuchung und diese Beschlagnahme? Das klingt für mich so erstmal ganz naiv, als ob da vielleicht irgendwie ein Richterbeschluss vorher nötig wäre. Gab es sowas oder sind die einfach vorbeigekommen und haben auf deinen guten Willen gehofft, das Zeug rauszugeben? Abschließend kann ich das leider nicht sagen. Das heißt da irgendwie erstmal, also man, es war erstmal, wir haben hinterher mal mit einer Anwältin geredet und die meinte, ja klar, wie Kloßbrühe, dass die erstmal bei euch vorbeireiten und die dürfen das auch. Das heißt irgendwie erstmal irgendwie unmittelbare Gefahrenabwehrbeseitigung, irgendwie sowas. In dem Moment, wo sie halt sagen, ja okay, es war halt irgendwie, wir recherchieren da halt wegen einer Bombendrohung erstmal, ist natürlich ein entsprechendes öffentliches Interesse halt auch da, dass das irgendwie in dem Moment so ein bisschen fehlgeleitet war. Das Einzige, was dagegen spricht, sind die Latenz zwischen der Drohung und dem Erscheinen. Das würde das Ganze ein bisschen fraglich machen, weil es dann ja nicht mehr so ganz unmittelbar war. Allerdings ist das Fest, das eben bedroht wurde, zu der Zeit noch gelaufen. Und das wiederum hat natürlich auch die Bedrohungslage aufrechterhalten und dementsprechend laut der Anwältin, das ist die Bea Hubrig, könnte sich gut, sie hat sich da nicht festgelegt, aber sie hat gemeint, das kann man wahrscheinlich schon durchaus eben so sagen, damit es halt in dem Moment auch okay war. Aber final klären lassen haben wir es nicht. Damit? Doch noch Fragen? Danke. Ihr habt ja ziemlich viel Aufklärungsarbeit geleistet. Erstmal Kompliment, finde ich super. Ich weiß nicht, ob ich da so die Nerven für gehabt hätte, muss ich ehrlich sagen. Gibt es da jetzt auch irgendwie Folgeaktionen draus? Also, weiß ich nicht, haben die vielleicht die Idee aufgebracht, dass man mal die Kollegen alle schulen könnte oder man könnte das irgendwie anderen Polizeiwachen erklären oder so, dass die da einfach sensibler sind? Nee, gab es eigentlich, Entschuldigung, ja. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja, so à la Chaos macht Schule für die Polizei, meine ich. Also wir haben das erstmal, im ersten Moment, ich muss sagen, von meinem Kommunikationsverhalten war es erstmal schon so immer so ein Trade-off mit, na okay, ich will denen erstmal so viel sagen und denen mal erklären, was Freifunk ist, dass sie möglichst auch zu der Entscheidung kommen und das auch alles irgendwie zu Protokoll geben, dass auch der in Bamberg insbesondere dann zu der Entscheidung kommt, zu sagen, na okay, dass es der war, ist es wohl nicht so wahrscheinlich. Ansonsten war es schon auch so, dass ich natürlich in dem Moment von Anfang an halt in so einem Ermittlungsverfahren drin war, und als jetzt irgendwie als Beschuldigter und jetzt nicht so irgendwie aktiv auf die drauf zugehen wollte und denen noch sagen, ja, können wir da nicht noch irgendwie Schulungen einberufen? Von deren Seite kam das nicht. Also das kam dann eher von mir, halt letztendlich, weil ich natürlich als Zeuge in dem Fall geladen war und auch denen vor ein paar Jahren meine Mail geschrieben habe. Und ja, die werden immer mal wieder weitergebildet und ich habe auch zumindest indirekt gehört von der einen Person, dass auch das Thema Freifunk oder allgemein nochmal Exit-Note-Betreiber da nochmal auf der Tagesordnung steht. In bestimmten Bereichen rund um Augsburg sind die auch bereits so ein bisschen halt versierter, weil es da eben eine sehr aktive Tor-Community gibt. Und das wurde dann auch nochmal kurz nebenbei erwähnt. Allerdings, es gibt da nicht irgendwelche Bildungskonzepte aktuell. Also wie gesagt, das muss auch, glaube ich, jede Community für sich entscheiden, um halt einfach mal zu überlegen, halt wie gehe ich auf Leute zu oder wie versuche ich eben mein Wissen da weiterzugeben. Und vielleicht braucht es auch einfach 2, 3 Fehlschläge, wo man einfach dann auch danach halt eben so als Learning halt rausnimmt, wie es in Zukunft eben vielleicht besser gehen könnte. Aber das vielleicht auch noch als Fun Fact. Die Aktion war ja irgendwie erstmal Samstag, dann haben wir Montagmittag rum irgendwie die Hardware wieder bekommen und irgendwie Montagnachmittag hat wohl nochmal irgendwie wahrscheinlich die gleiche Person eine Bombendrohung irgendwie in das Kontaktformular reingeschrieben. Wobei wir da jetzt aktuell nicht mehr dafür sagen können, weil das noch ein laufendes Verfahren ist, das Ganze. Also wir dürfen da aktuell nichts dazu, also das würde uns auch momentan, also wir können. Ja, was auf jeden Fall schon relativ lustig war als Feedback, also so, dass irgendwie die aktivere Part der Polizei dann auch wohl schon fast wieder unterwegs war zu mir. Und dann die Kripo dann, nein, lass das mal. Also die haben auch wirklich Mittel und Wege, um eben dann halt auch eine Strafverfolgung auch in solchen Netzen eben zu gewährleisten. Und da beziehen sie eben auch oder versuchen sie eben schon auch lokale Communities mit Knowledge Transfer eben einzubeziehen. Jo. Dann Ähm,
in dem Moment, also die Frage war, ob das normal ist, dass wir als Provider eingestuft wurden. In dem Moment, wo wir diese Providerleistung erbringen, sind wir ein Provider. Zumindest laut meinem Rechtsverständnis. Und so sah das auch der Bamberger Cyber-Spezialist. Also ein Provider zu sein, hat nichts mit einem Verein oder einer GmbH oder einer AG zu tun. Provider zu sein ist die Tatsache, dass ich eben jemand anders etwas halt eben bereitstelle. So zumindest jetzt meine Ansicht und ebenso auch eben das Schriftliche. Alles andere ist halt eben für andere Zwecke gut. Oder schlecht, je nachdem. Wo ist denn das Mikrofon mittlerweile? Nee. Ich kann es gerne wiederholen. Haben Sie die Server beschlagnahmt? Nee. Also die Frage war, haben Sie die Server beschlagnahmt? Nee, der ist komplett durchgelaufen. Wir sind relativ stolz auf die Uptime von dem Server. Weil theoretisch müssten Sie noch gucken, gibt es Logs auf den Servern, wo steht, wer hat was gemacht? Und wenn ihr sagt, nee, wir haben keine Logs, müssten Sie eigentlich trotzdem gucken. Nee, also wir haben zufälligerweise auch in dem Umfeld und auch im Voraus hatten wir mal so einen Tag, wo wir uns mal wirklich damit beschäftigt haben, was wir locken. Und wir hatten da wirklich so gut wie gar nichts. Ja, also, aber im Endeffekt, deine Frage war ja, oder dein Ding, sie hätten gucken müssen, oder haben sie halt nicht. Also sie waren nie auf dem Server. Aber zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht drauf waren. Also wir haben ihnen zumindest nicht dazu geholfen. Und übrigens auch meine Hardware blieb so weit aus, dass zumindest nichts in den Logfiles gestanden ist. Man, der eine Rechner war ja eh aus und der andere war die ganze Zeit auf Standby. Da, laut Syslog ist der aber auch nicht aufgewacht dabei. Das ist ziemlich dämlich, oder? Bitte? Das ist ziemlich dämlich. Die kleinste Beschlagnahme und sich die Server nicht angucken. Ich wiederhole das jetzt nicht, okay? Ja. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch.